Ein Willkommen im Orbit. Wir sind, wie man es vermuten würde, jetzt nicht im Europapark. Wir sind immer noch in Spanien und gucken uns heute Tibidabo an. Und der Olli, der ist total fasziniert da hinten. Möchte irgendwie heute auch nichts sagen oder so. Nein. Nein, will er nicht. So, wir trauen uns auf die erste Achterbahn. Montaña Russia, glaube ich, heißt die. Ich habe keine Ahnung. Ist eine rote, komische Achterbahn. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Wir wissen nicht, ob sie einen Überschlag drin hat oder nicht. Weil so wirklich ganz klar sieht man da jetzt nicht, was es ist. Aber es sieht schon mal sehr spannend aus. Bin gespannt. So, die erste Achterbahn heute des Tages erfolgreich bestanden und für extrem gut befunden. Die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man hatte sehr, sehr schöne Richtungswechsel. Und so nach dem ersten First Stop denkt man eigentlich so, man fährt Richtung Barcelona den Hügel hinunter. Das ist schon cool gemacht. Also mit dieser Aussicht, das ist der Wahnsinn. Ja. Also sowas muss man, glaube ich, mal erlebt haben. Kuckuck. Wir gehen jetzt ins Castel des Contes. Oder so ähnlich. Es sieht aus wie ein Funhaus. Erst dachte ich, es ist eine Hexenschaukel. Vielleicht ist es doch eine Kombination zwischen Hexenschaukel und Funhaus. Ich glaube, es ist beides. Das würde mir sehr gut gefallen. Ich glaube, es ist beides. Da gibt es auf jeden Fall einen Lift für rollstuhlfahrende Menschen. Und es kommen komische Geräusche. Also ich bin jetzt echt gespannt. Wir waren jetzt in diesem Schlösschen drin und das ist keine Hexenschaukel drin. So viel ist da schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob wir es schon verraten wollen, was ein da drin ist. Ein bisschen jedenfalls, ein bisschen. Also man läuft quasi durch so ein, ja, es ist glaube ich, ja, wie schreibt man das am besten? So ein Lauflabyrinth quasi. Und dann sieht man halt verschiedene Geschichten. Märchengeschichten. Ja, manchmal ist es ein bisschen gruselig, ja. Ein bisschen mit Märchen, viel mit Projektion wird gearbeitet, aber richtig gut umgesetzt. Ja, also das ist ziemlich cool gemacht. Und es geht auch lange. Ja, ziemlich lang. Wenn ich so viel anstehen würde, würde ich das nochmal machen. Mir hat es echt gut gefallen. Ja, denn heute ist Samstag und heute ist sehr viel los hier drin. Wir gehen mal weiter. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol.
al sol. Wir gehen jetzt da rein und so sehen die Leute aus, die das fahren. Wir sind gespannt. Mal gucken, ob wir genauso aussehen. Sonne kommt gerade wieder raus. Wir kommen aus diesem Schießboden-Dings raus. Und das war ganz schön krank. Das war echt brutal. Das hatte einen durchgeschüttelt bis zum geht nicht mehr. Also man sitzt quasi in so einem Stuhl, in so einem großen Kinoraum und auf der Leinwand muss man dann quasi Werwölfe erschießen. Ja, das ist ziemlich brutal gemacht. Ich dachte, es war für Kinder. Ja, war es nicht, nein. Da sind so ganz kleine Kinder neben uns gesessen. Ja, das hat auch ganz schön geschüttelt, das Ding. Also es war halt sehr unangenehm. Und der 3D-Effekt hat bei mir so nicht richtig funktioniert. Ja, so halb. Also es war ein bisschen unscharf, das Bild. Ja. Aber, naja. Ja, aber war mal nett zu machen. War mal nett zu machen. Ich finde, das passt ja irgendwie nicht so richtig in dieses Konzept vom Park. Es fühlt sich an wie ein Fremdkörper mit diesen friedlichen, historischen Sachen. Ja. Aber wir waren ja auch noch nicht bei diesem Hotel, wenn wir es überhaupt finden. Das finden wir noch. So, hier ist sehr laut. Und wir fahren jetzt so was wie so ein fliegender Teppich eigentlich. Wer war das fliegende Teppich? Wir wissen nicht, wie das heißt, aber hier ist ja alles so ein bisschen schwieriger mit dem Namen. Es sieht ein bisschen so aus wie 1001 Nacht früher im Phantasialand. Ja, kenne ich nicht. Von dem her sage ich, es sieht aus wie ein fliegender Teppich und das fahren wir jetzt gleich. Thank you.
Ich glaube, der Olli ist sehr, sehr begeistert gewesen von dieser Fahrt. Deswegen, er sagt dir jetzt mal ein bisschen was. Ich bin hin und weg. Zum Ersten, weil die Fahrt doch höher über der Stadt fährt, als eigentlich gedacht. Das ist schon ganz schön hoch, ist man da drüber. Ja. Und dann kommen zwei ziemlich lange Dark Ride Parts. Ja, und die Dark Ride Parts sind ziemlich cool gewesen. Aber man hätte so überhaupt nicht erwartet, dass jetzt sowas mit Lichtern und Laser und weiß der Kuckuck was kommt. Und es war sehr laut. Manchmal ein bisschen zu laut. Und ganz zum Schluss kommt noch ein Erschrecker, wo ich echt erschrocken bin. Ja. Also tolle Fahrt. Tolle Fahrt. Ich fand sie auch toll, falls es jemand wissen will. Ja. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir weiter. So, eine Achterbahn, eine Bahn erfolgt die nächste. Wir gehen in Hotel Krüger. Ich glaube, wir sind hier richtig. So, jetzt sind wir auf einmal ein bisschen falsch gelaufen. Aber das ist hier so ein bisschen komisch. Es gibt hier anscheinend auch einen Quickpass. Der wurde uns aber nicht angeboten. Und ja, bescheuert. Egal, wir fahren jetzt quasi das da. Hotel Krüger. Wenn das was zum Fahren ist oder zum Durchlaufen, das wissen wir noch nicht. Aber das finden wir dann raus. Der Olli trödelt. So, wir kommen aus diesem Krügerhaus raus und es war glücklich ein Horror-Maze zum Durchlaufen. Er ist fast gestorben. Ich bin fast gestorben. Ich muss immer wieder vorne rauslaufen. Ja, bekannte Horrorfilme kamen vor. Ja. So viel können wir schon mal sagen. Aber eigentlich richtig gut gemacht und es geht auch lange. Ja, man läuft ganz schön lang. Zu lang. Und alle reden Spanisch und wir haben kein Wort verstanden. Die Geschichte haben wir jetzt nicht verstanden, aber das muss man auch nicht unbedingt. Ja, wir haben nur Spanisch verstanden. Aber es ist wirklich, es ist richtig heftig gemacht. Ich bin ganz fasziniert, weil da gehen Familien mit so 6 Jahren Kindern rein. Ja. Also für mich war es jetzt schon heftig. Ich fand es auch ganz schön übel. Ich fand es so einiges heftiger als jetzt Traumatiker zum Beispiel. Muss ich schon sagen. Ja, und das ist kein Schiff, das ist die Schiffschauke da hinten. Sieht man das? Ja. Falls ihr euch fragt, was das für ein Geräusch ist. Und wir gehen jetzt weiter. Wir fahren noch ein paar Dinge, weil wir viel Zeit haben wir leider nicht mehr. Das geht's. Also dieser Park macht mich ganz schön fertig. Ich laufe jetzt hier, da ist schon zum nächsten Mal irgendwelche Treppen hoch. Und jetzt, vorhin standen wir. Erstmal müssen wir wahrscheinlich mal ein bisschen ausholen, weil wir waren ja bei diesem Hotel Krüger. Und das hat erst um 17 Uhr aufgemacht, wir standen aber schon um 16 Uhr dran. Aber das steht ja direkt am Eingang. Das heißt, wir haben da schon eine Stunde gewartet. Jetzt haben wir vorhin, wollten wir diesen VR mit Ed und Edda Euromaus fahren. Jetzt geht das Ding kaputt und wir standen halt eine halbe Stunde umsonst dran. Also total bescheuert. Aber das Ganze geht heute bis 21 Uhr und ja, ihr merkt schon, es ist anstrengend hier zu laufen, weil alles nicht auf einer Ebene ist. Und sehr langsam, aber sicher sind wir genervt. So ein bisschen. Ach ja, der Zug ist übrigens kaputt. Das heißt, der fährt heute mit großer Wahrscheinlichkeit einfach gar nicht mehr. Und hier ist alles überfüllt. Überfüllt, ich meine überfüllt. Alles ist überfüllt. Und wir würden so gern viel mehr machen, aber irgendwie ist das mit der Kapazität gerade so ein bisschen schwierig. Und es gibt hier einen Speedpass, haben wir auch rausgefunden irgendwann mal. Theoretisch hätten wir noch 2 Stunden, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir noch eine Fahrt heute schaffen. Ja, die Frage ist, ob es nicht kaputt geht, wir zu lange warten und dann wieder weggeschickt werden. Oder ob die Attraktion überhaupt auf hat, wo man das dann erst merkt, wenn man dann quasi direkt davor steht. Nicht gut. So, mir ist kalt und weil mir kalt ist, fliegen wir jetzt das da über mir. Ja, das ist tatsächlich ein Flugzeug. Und ja, das fliegt hier einmal kurz drumherum. Deswegen fahren wir das jetzt. Das da ist die Aussicht.
die ich gleich da genieße. Mit dem Flugzeug. So, der Tag ist eigentlich vorbei, naja nicht ganz, aber wir machen uns jetzt auf den Weg. Es ist 21 Uhr, ursprünglich war ja gedacht, dass es bis 19 Uhr auf hat, aber der Olli hat sich zum Glück verguckt. Ja, ich habe mich zum Glück verguckt. Und Freude aller. Und wir durften bis 21 Uhr da bleiben, also war es gar nicht mal so schlecht. Und am Schluss haben wir den Russen, also die Achterbahn, ich glaube Mountain Russen, Russe oder so hieß der, keine Ahnung, scheiß doch drauf. Egal, sind wir dreimal gefahren und das ist eine der besten Achterbahnen, die ich hier gefahren bin. Und das ist auch die einzige, die wir gefahren sind. Und im Dunkeln war die jetzt richtig gut. Hier war jetzt so Nebel, wir sind durch den Nebel gefahren, es war stockdunkel und man hat dann über diese beleuchtete Stadt sehen können. Ja, falls ihr das noch nicht gesagt habt, Tibidabo hängt an einem Hang, also ist auf einem Berg. Das heißt, über uns gibt es gar nichts mehr, wir sind am höchsten Punkt. Falls ihr das bisher jetzt noch nicht gesehen, verstanden oder sonst was habt. Ne? Ja, jetzt gucken wir mal, wie wir wieder runterkommen. Weil das ist noch nicht so ganz klar. Laufen oder fahren ist hier die Frage. So, wir haben den Bus natürlich nicht gekriegt. Der war voll. Und jetzt fahren wir wieder diesen Hang da runter. Da. Also da runter. Und fahren dann auch mit der U-Bahn oder S-Bahn oder was das auch immer ist. Es wird wieder abenteuerlich. Ja, abenteuerlich war eigentlich der Weg hier hoch. Also das war schon schlimmer, weil wir wussten nicht, wohin. Gell? Ja. Wir melden uns, wenn es was Wichtiges gibt. Hotel angekommen. Aua. Hören Sie auf mich so attackieren. Ich war noch nicht dabei. Und machen jetzt ein Fazit zu Tibidabo. Tibidabo. Warum sage ich immer Tibidabo? Keine Ahnung, egal. Jo, fangen mal an. Mir hat's gut gefallen. Und vor allem, ich muss echt schon anfangen, die Anreise ist schon toll, dass man da mit der Seilbahn hochfahren muss. Und da gibt es eigene Seilbahnstation direkt im Park, die ist allerdings defekt, wohl schon länger. Deswegen muss man eine etwas entfernter nehmen und kann dann noch mit dem Bus oder lange Zeit zu Fuß an diesem Gebirgskamm, Bergkamm entlang laufen. Das ist echt toll, weil da hat man schöner Ausblick über die Stadt. Ja, was ziemlich praktisch ist. Man kommt da eigentlich... wenn man sich das vorher informiert, eigentlich ganz gut da hoch. Der Bus ist halt ein bisschen voll, da ist es halt immer so, da muss man halt entscheiden, will man später gehen oder will man vor Parkschluss gehen, weil ich glaube, während dem Parkschluss, da gehen halt alle, dann hast du halt gar keine Chance. Von dem her müsstet ihr darauf mal achten, wenn ihr mal hier in Spanien seid, die Busverbindung mal zu checken. Bus- und Bahnverbindung zu checken. Zum Park selbst. Der Weg war erst anstrengend. Wir sind ja hochgelaufen bis zu der Seilbahn, was vielleicht gar keine gute Idee war. Und wussten dann auch nicht, wo der Eingang ist und sind einmal komplett um das komplette Komplex rumgegangen. Und da war das ein bisschen anstrengend. Also ich konnte nicht mehr laufen und ich hatte auch sehr Hunger. Weil wir waren quasi, glaube ich, fast 3 Stunden unterwegs. 2 Stunden oder 3 Stunden unterwegs.
Man muss dazu sagen, wir hatten aber auch Zeit, weil der Park erst um 12 Uhr aufgemacht hat. Ja. Und dann waren wir eben auch um 12 Uhr da. Genau. Es hätte ja keinen Sinn gemacht, wenn wir da vorher schon da gewesen wären und da oben rumgegammelt hätten. Zum Park jetzt aber. Ja. Ist ein schöner Park, ist wirklich ein schöner Park. Ja. Das Gelände ist jetzt nicht so riesig, aber muss auch nicht sein. Es sind überraschend viele Attraktionen. Wir haben erst gedacht, okay, das hat man ja in 2 Stunden durch. Aber es ist überall, kommt doch nochmal eine kleine Attraktion heraus. Ja, und das sind zumindest für den Tagesverhalt auch heute, fürs Tagesverhältnis heute, sehr viele Besucher da gewesen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die halt nur am Wochenende offen hatten. Und heute mal wieder ein Tag war, wo sie wieder aufgemacht haben und der dann brechend voll war. Man muss dazu sagen, man muss keinen Eintritt zahlen, so wie man es normalerweise bei anderen Freizeitparks kennt, sondern da kann man einfach reinlaufen und sich auch da so einen schönen Tag machen, ohne Attraktion zu fahren. Oder man entscheidet sich quasi, Attraktion zu fahren, und dann muss man dann quasi dafür bezahlen. Da gibt es dann so ein Bändchen. Und dann hat man eigentlich unbegrenzt Möglichkeit zu fahren. Ja. Bis auf wenige Ausnahmen. Ja, und das war der Punkt, der mich so ein bisschen am meisten gestört hat. Es gab Attraktionen, die durfte man nur 2-mal fahren. Und es gab auch Attraktionen, wo man nur 1-mal rein durfte. Oder 2-mal, wir wussten es nicht. Es stand auch nie so explizit dran. Also das wird auch nicht kommuniziert oder sonst was. Und oder es gibt, wir haben es nicht verstanden, weil wir die Sprache nicht können. Ja, der zweite Punkt ist, es gibt einen Speedpass anscheinend wohl. Keine Ahnung, wie man an den drankommt. Das weiß wohl noch niemand so richtig. Er wurde uns auch nicht angeboten. Fanden wir auch nicht so super toll. Weil eventuell hätten wir den wahrscheinlich genommen und uns ein bisschen mehr Zeit gespart. Wobei wir beide keine Freunde von Speedpass-Pässen sind. Aber hier in Spanien scheint es wohl gang und gäbe zu sein, dass man einen braucht. Ja, auch die Öffnungszeiten von den Attraktionen ist manchmal ein bisschen doof. Da waren wir bei diesem Hotel Krüger, eine Krüger-Hotel. Das hat erst um 17 Uhr aufgemacht und es stand halt erst dran, als wir schon in der Warteschlange drin waren, bevor... Man hätte ja auch am Anfang der Warteschlange hinstellen können, dann wären wir gleich weggelaufen. Ja, da standen wir aber dann, hat es quasi um 17 Uhr aufgemacht, dann standen wir trotzdem noch mal eine halbe Stunde, obwohl wir eigentlich hätten schneller drin sein müssen. Aber das liegt halt wieder an diesem Speedpass, den wir mal wieder nicht wussten, und das eine führt zum anderen. Ja, das ist erstmal das Negative daran. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen was über die Attraktionen sagen. Jetzt hast du genug nämlich über Anreise und Speedpass gesprochen. Ja, ist okay, dann fang doch einfach an. Also es gibt echt tolle Attraktionen da. Also vor allem diese historischen Attraktionen fand ich echt super. Dieses Flugzeug, wo man über die Stadt fliegen kann, war toll. Da habe ich mir den Kopf angeschlagen. Okay, du fandest auch nicht so toll. Also ich fand es toll, weil es halt historisch war. Wir denken, es ist über 100 Jahre alt, ist schon eine tolle Attraktion. Ich sag nicht, dass es schlecht war, ich habe nur gesagt, dass ich meinen Kopf angeschlagen habe. Und wir haben ja halt bloß eine Achterbahn testen können, aber die war richtig gut, die war wirklich richtig gut. Ja, die Vekoma-Bahn. Total überrascht. Also, die Schlänge sieht so durch den Wald, und ich fand jetzt auch, im Dunkeln war es noch besser. Ja, wer Vogelrock kennt, kann sich das quasi so genauso vorstellen, nur dass man draußen fährt. Es gibt auch eine Passage, die richtig cool ist, wo man den ersten Lifthill hochfährt und dann quasi Richtung Stadt runterfährt. Und das sieht richtig gut aus, wenn man hinten sitzt, weil man sieht quasi die Schienen nicht. Ich fand, hinten hat immer diesen Effekt viel besser als vorne. Ja, das ist richtig. Ja, und dann fährt die quasi sehr schön geschlängelt, also ich weiß gar nicht, dass eine Vekoma-Bahn so schön fahren kann. Sehr schön geschlängelt fährt die dann quasi in diesem Gelände hin und her. Und das macht die eigentlich ziemlich gut. So gut, dass wir es gleich 3-4 Mal hintereinander gefahren sind vorhin. Am Schluss war auch so, ehrlich gesagt, so mein Highlight, das Ding. Ja. Ja, es gab noch eine Wildwasserbahn, die sind wir nicht gefahren. Es war halt auch schon ein bisschen kalt dann. Ja. Die sah eigentlich auch ganz nett aus, weil die auch so ins Gelände integriert ist. Dann diese zweite Achterbahn sind wir nicht gefahren. Hat mir jetzt auch nicht gefehlt, weil das ja ein VR ist. Das brauche ich nicht unbedingt haben. Naja, wir wollten sie fahren.
haben uns auch schon angestellt und dann ging das Ding halt kaputt. Gut, es kann passieren. Aber mir hat es jetzt nicht gefehlt, ich bin ehrlich. Besonders weil halt der gleiche Film ablief wie im Europapark, diese Ed und Eddas Minenfahrt durch Schloss Balthasar-Geschichten-Ding. Ja, kennen wir halt schon, nur kostet hier kein extra Geld. Das ist dann wieder das Positive dabei, es kostet nicht extra. Zumindest wissen wir es nicht. Aber wahrscheinlich hätten wir das auch wieder nur einmal fahren dürfen. Weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt reine Spekulationen. Wir wissen es nicht. Essen und Trinken war eigentlich gut und auch Preis-Leistung vom Essen und Trinken war gut. Es war nur ein bisschen wenig Essenstände offen. Also dafür, mit so viel Andrang ist, waren echt sehr, sehr wenig Essenstände offen. Ja, wobei wir ja schon oben waren und dann schon Hunger hatten, da war halb 12, halb 1 oder so. Die Stände haben wir, glaube ich, eher so gegen 1 aufgemacht, als wir waren zu früh für spanische Verhältnisse beim Essen. Ja, aber viele Stände haben den ganzen Tag nicht aufgemacht und es war heute schon viel los. Ja, egal, wir haben Burger gegessen und das war ziemlich gut. Die haben die sogar selber gemacht. Ja, das hat dann sogar geschmeckt und das war echt ziemlich gut. Auch vom Preis her, glaube ich, war das ganz okay. Ja, war gut. Es hat ein bisschen gedauert, aber die haben den halt wirklich frisch gebraten. Ja. Frisches Fleisch, also keine gefrorenen Patties oder so, das war schon toll. Ja. Kaffee war auch gut, die Churros waren sehr gut, allerdings sehr viel. Weiß nicht, kann ich nichts dazu sagen. Also interessant ist, sonst bekommt man ja oft, man sagt, okay, man hat einmal Churros und bekommt man eine Portion Churros. Hier hat er eine riesige Tüte, dieser Mann, und der macht die so voll, wie man haben möchte, und dann wird die nachher gewogen. Ja, wenn man sagt ganz voll, dann macht er die ganz voll. Das hat er gemacht. Das ist kein Witz. Der hat die echt bis nach oben voll gemacht. Aber wie viel Gramm waren das? Es müssen um die 800 Gramm gewesen sein. Ja, wir haben, glaube ich, irgendwas von 5 Euro nochmal was gezahlt. Also vom Preis her geht's eigentlich. Preis war und so, war okay, kann man nicht sagen. Ja. Also ich möchte gerne mal wiederkommen, weil mir hat es einfach gefallen. Und vor allem jetzt im Dunkeln war das schon so eine... Ja, war schon so eine magische Stimmung, weil alles schön beleuchtet war oben auf dem Platz. Und dann kam der Nebel, wo von der Stadt hochgezogen ist, war wirklich, hat mich sehr beeindruckt. Ja. Also ich finde es ein sehr bemerkenswerter Ort. Ich glaube, im Sommer ist das richtig geil hier da oben. Also, weiß nicht, müssen wir wiederholen. Würde ich schon gerne mal wieder machen. Ich würde auch gerne nochmal hingehen. Ich würde auch gerne das Riesenrad fahren, das haben wir eigentlich nicht geschafft. Leider. Da hat man ja auch eine tolle Aussicht. Und ja, es gab auch noch ein paar so kleinere Sachen. Also dieses Funhaus sind wir nicht durchgegangen, das habe ich noch gesehen, da gibt es noch eins. Ein paar so kleinere Fahrgeschäfte hätte ich schon noch auch gern gemacht. Ja. Oh, ich weiß, was mein Highlight war. Eigentlich war das diese Teppichfahrt. Die Teppichfahrt, die ich als Teppichfahrt Der fliegende Teppich. Deklariert. Aber die war richtig gut. Also da war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte mir so, naja, wird halt so eine 0815 langweilige Fahrt über den Hügel sein. Ja, toll. So spannend kann es ja nicht sein. Aber es war echt gut. Habt ihr ja gesehen im On-Ride-Video. Quasi. Die ging auch echt lange. Ja, die ging echt lang. Das war mein Highlight. Und danach kommt die Achterbahn. Ich muss auch sagen, dieses Horror-Maze war eigentlich schon auch gut, obwohl ich sowas eigentlich nicht so sehr mag, aber das war wirklich gut gemacht. Das war also von der Qualität her, war das super. Ja, eigentlich schon. Es wurde jetzt vielleicht nicht unbedingt so neue Charaktere erfunden, das waren eigentlich lauter Charaktere aus Horrorfilmen, aber das war einfach toll umgesetzt. Das stimmt. Ja, haben wir noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, wir haben alles durchgearbeitet. Wir haben alles durchgesagt. Ja. Also es ist ein toller Park, kann man schon mal machen. Ja, solltet ihr euch mal angucken. Ist keine. Man darf es halt nicht mit dem klassischen Freizeitpark vergleichen. Also da müsst ihr euch halt so ein bisschen zurücknehmen. Es ist nicht so wie ein Heidepark oder wie nennt man das? Was gibt es denn noch? Phantasialand, Europapark? Ach, ihr kennt ja alle. Also es ist eher so ein kleiner, süßer Park am Hang. Mit schönen Fahrattraktionen. Manchmal auch ein bisschen komische Fahrattraktionen, aber die sind ganz lustig. Man muss einfach diesen historischen Charme ein bisschen mögen. Ich glaube, dann mag man diesen Park. Und ich glaube, das Tolle ist einfach, wenn man das hier verbindet, ein bisschen mit einem Städtetrip hier selber, weil die Stadt auch sehr toll ist hier.
dann ist das wirklich eine tolle Sache, wenn man das hier mal macht. Ja, es lohnt sich einfach schon wegen dem Ausblick über Barcelona. Also das ist schon cool. Ja, in dem Sinne verabschieden wir uns heute für diesen Parkbericht und wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, je nachdem, wann ihr es anguckt. Bis dann, tschüss, ciao, adi, rein. Tschüss. I told you if we dance in the